Okay, wer erzählt uns was über seinen Gegenstand von zu Hause, Stewie? Also ich habe heute den Führerschein meiner Mutter mitgebracht. Bei näherem Hinsehen entpuppt sie sich als sehr betrunken. Wenn man diesen Führerschein an einen Alkomaten hält, wird er sofort entzogen. Haha, Stewie ist nackig! Was? Oh mein Gott, nicht gucken! Nein, nimm die Handys runter! Nimm die Handys runter! Oh mein Gott, ich bin bei Glenn Close zu Hause. Du siehst sehr elegant aus, Stewie. Vielen Dank. Und Sie sind die hübscheste Frau von allen, die ich kenne, die Glenn heißen. Dürfte ich jetzt alle bitten, den Salat aufzuessen? Denn unser Hauptgang heute ist gekochtes Kaninchen. Das habe ich nicht kapiert. Seltsam, dass in meinem eigenen Traum ein Witz auftaucht, den ich nicht kapiere. Setzt ihn auf die Bank. Wartet bitte. Nein, ich war noch nicht bereit. Keine Sorge, wir holen dich bald wieder. Ho, 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 das ist witzig, weil sie dich nicht wiederholen. Ah! Moment, wie ist Joe die halbe Treppe raufgekommen? Ich glaube, die haben das verkehrt rum installiert. Letztes Mal hat er mich dauernd getreten. Ich habe einen großen Tag morgen, ich habe 2 Shows. Freunde, heute haben wir etwas ganz Besonderes. Er ist ein bisschen scheu. Einen großen Applaus für den Peter Fee. Ich bin nicht scheu, sondern sauer. Ich habe ständig Schmerzen. Diese Vorführung ist von über 30 Nationen verurteilt worden. Ich werde euch alle töten. Ich war gestern sehr lang auf und habe deine Mom geknattert. Meine Mom ist tot. Ja, ich habe sie zu Tode geknattert. Ach was, das ist ein Albtraum? Ich habe gedacht, dass in einem Albtraum wenigstens irgendetwas mit Bergen vorkommt. Wenn im Namen schon das Wort Alpen drin ist, warum kommen die da nicht vor? Was für ein Schwachsinn. Keine Ahnung, vielleicht besorge ich mir einen Job in einer Nachtschicht im Supermarkt. Hi, wo ist die Gemüseabteilung? Ja, klar. Es ist 2 Uhr morgens, sie wollen kein Gemüse. So, ich habe die 12 Gurken besorgt. Was ist los? Da war dieser Typ im... nicht so wichtig. Ich weiß, was mir hilft. Ich guck den Vorschaukanal, der immer unterschiedliche Lautstärken hat. Sie sind Mutter und Tochter und trotzdem beste Freunde. Sehen Sie die Gilmore Girls auf Kanal 367. Bestimmen Sie den Preis für Ihr Hotelzimmer selbst. Das reicht. Ich werde dir helfen, diese Albträume in den Griff zu kriegen. Wirklich? Oh, danke, Brian. Und vielleicht kann ich dir helfen, deine seltsame Sucht nach Bleistiftradiergummis in den Griff zu kriegen. Das ist keine Sucht. Oh ja, Gummigenuss. Wie ein kleines Steak. Brian, du solltest wissen... Die Welt ist klein und sicher, wenn ich das mache. Oh, das ist eine ganz gute Idee. Wie die Reservisten der US Army. Wir sind komplett eingekesselt. Wir brauchen Verstärkung. Weißt du, wer uns wirklich helfen könnte? Jemand, der 5 Tage die Woche bei der Enterprise Autovermietung arbeitet. Ernsthaft? Das ist eindeutig Chris in einem Kostüm. Oh, das ist aber nicht möglich, denn sieh mal, wer da ist. Da kommt Chris durch die Tür. Hey, 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 hier ist Chris Griffin. Tüdelü und Schubidu. Klar, wenn du meinst, Mac. Mac? Du redest bestimmt von mir. Tüdelü und Schubidu. Sagen die alle Tüdelü und Schubidu? Die meisten, ja. Ich mache was? Was will er? Was hat er gesagt? Ich glaube, er sagt Tüdelü und Schubidu. Wir verstehen es nur nicht, weil er so komisch redet. Walu, bitte Walu! Oh nein, er sucht nur wen, der nach Haus fährt. Wenn du da eindringst, dann musst du hart sein. Also, das war jetzt Absicht. Ja, ich weiß, sie waren sehr gemein in 101 Dalmatiner. Dankeschön. Woher kennt er das überhaupt? Er hat es mal im Auto gehört. Passen Sie auf, ich zeige es Ihnen. Furz. Haben Sie gerade Furz gesagt? Ja, so bin ich, wenn ich albern bin. Aber davor werde ich mich ganz kurz in Elmo verwandeln. Hi, Brian! Elmo sprechen falsches Sprache in Kindersendung! Und dieser Salat bei Glenn Close war gar nicht übel. In den meisten meiner Träume gibt es guten Salat. Gib Opa einen schleimigen Kuss auf den Kaffeemund! Magst du vielleicht etwas Süßes haben? Hilf mir, mein verschwundenes Hundi zu finden. Ich mag deinen Mund und deinen Po. Ah! Was zum Teufel war das? Lois hat Kindesentführung sehr drastisch dargestellt. Ah! Der eine Besuch im Streichelzoo war tödlich. Ich habe zu viel gesehen. Was zum Teufel? Das bin ich. Oh mein Gott, du hast recht. Aber ich verstehe nicht. Warum bin ich die Ursache deiner Ängste? Ich weiß nicht genau. Vielleicht heißt das, dass ich tief in meinem Inneren am allermeisten davor Angst habe, dass ich dich enttäusche. Tja, Stewie, meine Arbeit hier ist wohl getan. Wie komme ich am besten hier raus? Die Tür bleibt verschlossen, bis ich mit meiner College-A-Cappella-Truppe in Vegas übernachte. Stewie, bist du wach? Hattest du irgendwelche Albträume? Ich glaube nicht.
Hast du das Monster erledigt? Allerdings. Das Monster war wohl nichts weiter als eine Manifestation deines unbewussten Wunsches, mich nicht zu enttäuschen. Offensichtlich bin ich eine Vaterfigur für dich. Okay. Wow, da bildet sich aber jemand was ein. Stewie, du sollst eins wissen. Ich bin sehr stolz auf dich. Gut, das ist mir unangenehm. Was soll ich darauf antworten? Du bist ein guter Bursche. Lass jetzt die Komplimente. Oh, ich hoffe wirklich, dass der Hund mich toll findet. Und tschüss, du komischer Vogel.